Der zweite Preis der Otto-Brenner-Stiftung. Dotiert mit 5.000 Euro für das Radio-Feature Prolls, Assis und Schmarotzer, warum unsere Gesellschaft die Armen verachtet, von Julia Fritsche und Sebastian Dörfler. Und für die Laudatio darf ich nochmal Sonja Simomikic auf die Bühne bitten. Arme haben keine Lobby. Wir Journalisten krampfen beim Thema, wohl wissend, dass die Schere zwischen Arm und Reich wächst, wir sagen es ja auch oft genug, aber wohl fürchtend, dass wir im Bereich höchster moralischer und gesellschaftspolitischer Werte herumtappen ohne rechten Kompass. Armut ist eine Ziffer, ein Aktenzeichen, eine Zahl in der Statistik. Wir können uns Armut nicht so deutlich machen wie Wachstum, denn da rollt ja wieder ein Auto vom Band oder eine Aktie wird teurer. Wir hoffen nur, dass Arme es in Deutschland ein bisschen besser haben, weil ein Fürsorgenetz sie vom Allerschlimmsten bewahrt und darauf ein Prosecco. Doch Armut ist auch Scham. Ich kann das selber sagen, meine Mutter, also alleinerziehende Mutter, Parisfahrt der Klasse, 70 Mark kostete das damals, und dann hinzugehen zur Lehrerin und zu sagen, wir haben es nicht, können Sie irgendwie 70 Mark besorgen, das ist Scham. Wer arm ist, gibt das nicht gerne preis. Warum auch? Wer arm ist, kann in der Regel beim Durchschnittsverhalten, Durchschnittsgeschmack, Durchschnittsbildungsstand der Deutschen nicht mithalten. Und wir Journalisten begnügen uns sehr oft mit schaurig schönen Einzelschicksalen, die im Aufruf münden, der Sozialstaat möge etwas tun. Wie also nicht verschleiern, nicht dramatisieren? Wie Fakten und Werte zusammenbringen? Julia Fritsche und Sebastian Dörfler analysieren zunächst einmal wirtschaftliche, kulturelle und politische Vorurteile gegenüber Armen. Was mal Subproletariat hieß und klare Klassenzuweisung bedeutete, ist heutzutage zum Proll geraten. Der ist fett, der ist tätowiert, er raucht zu viel, er gibt die Stütze für Videos aus, während die Frau ins Nagelstudio rennt, zu viele Kinder im Schlepptau. Therapeuten lehnen Arme und Arbeitslose für eine Behandlung ab, die sind auch eh depressiv. Kinder aus Arbeiterfamilien haben bei gleichem Notenstand es schwerer, aufs Gymnasium zu kommen. Wie im Zoo nimmt sich die vorgebliche Wohlstandsgesellschaft des Prolls an. Staunenswert, was die so konsumieren, wie die reden und aussehen und heißen. Ja, lustig und verachtenswert und darum eher ein Thema für Zyniker und Comedians als für Politiker. Nach der Agenda 2010 ist es endgültig gelungen, Gute von bösen Armen zu trennen. Abbilden, analysieren, einordnen, Verantwortliche benennen, beste journalistische Tugenden. Dazu ein tiefer Sinn für Gerechtigkeit und Gleichheit. Immerhin 82% der Gesellschaft halten die Ungleichheit in Deutschland für zu groß. Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vom Juli 2016. 82%, da ist Solidarität noch nicht zugemüllt von den vielen, vielen Mantras vom Erfolgsmodell Deutschland mit der schönen Arbeitslosenstatistik, den dollen Exportzahlen, der schwarzen Null. Danke also an Fritsche und Dörfler, dass sie Fakten, Vorteile, Wirkung sortieren und unsere Ignoranz vorführen, dass sie aufzeichnen, wie einfach Desintegration passiert und wer davon profitiert. Das Bild einer nutzlosen Menschenklasse kommt ja immer wieder gern in Krisenzeiten auf. Donald Trump gab in den USA dem White Trash eine Stimme und hat damit ganz gut gewonnen. Und vom parasitären Leben sprachen als erste die Nazis. Sprechen wir also mehr von Armut und mehr von Empörung darüber. Herzlichen Glückwunsch.
der zweite Preis für Julia Fritsche und Sebastian Dörfler. Ich glaube, Sebastian Dörfler ist leider erkrankt und kann heute nicht dabei sein. Freuen wir uns sehr, dass Sie kommen konnten, Julia Fritsche. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Julia Fritsche, für dieses sehr gute Feature. Dankeschön. Sie sind faul, frech, dumm. Sie sitzen den ganzen Tag vor dem Flachbildschirm im Jogginganzug und trinken Bier. Die Kinder heißen Kevin und Chantal. Das ist ein Klischee, das sich über die Jahre ja hartnäckig verbreitet hat, über das in Fernsehsendungen immer noch gelacht wird. Sie haben arme Menschen getroffen. Wem sind Sie begegnet? Naja, wir sind natürlich nicht solchen Menschen begegnet. Uns ging es darum, zu zeigen, dass diese Bilder produziert werden in den Köpfen und dass diese Bilder produziert werden in den Köpfen vieler Medienschaffender und dass diese Bilder produziert werden in den Köpfen vieler Menschen in der Politik und dass diese Bilder etwas vertuschen wollen und dass diese Bilder ein bisschen den Blick ändern wollen und sagen sollen, diese Menschen, die da faul sitzen, die rauchen, die saufen, die in dem Unterhemd auf der Couch sitzen, die sind selber schuld an ihrem Schicksal. Und wenn die selber schuld an ihrem Schicksal sind, dann brauche ich keine staatlichen Maßnahmen, um was zu tun gegen Armut und gegen Erwerbslosigkeit. Dann brauche ich keinen Sozialstaat. Denn jeder ist für sich alleine verantwortlich, so wie das Margaret Thatcher gesagt hat, there is no such a thing as society, there are only individuals, there are only families, there are only men and women. Und sie wollte damit sagen, jeder sorgt für sich alleine. Und um uns ging es darum, diese Bilder aufzuzeigen und uns war klar, dass wir diese Bilder nicht vorfinden werden, denn Menschen, die arm sind und die erwerbslos sind, ich antworte Ihnen jetzt auf diese Frage nicht, weil die sind wie wir, also die sind nicht anders, das sind einfach Menschen. Genau, und, aber diese Klischees werden von den einschlägigen Medien bedient und die Leute ergötzen sich ja daran. Ja, also das hat natürlich unterschiedliche Folgen. Die einen, die vielleicht selber auch erwerbslos sind, sagen, ja, aber ich bin nicht so und wollen sich davon abgrenzen und fühlen sich dadurch vielleicht ein bisschen besser. Andere sagen, ich will auf keinen Fall so werden, ich will auf keinen Fall irgendwie in der Unterschicht landen, deswegen arbeite ich lieber für einen geringen Stundenlohn. Und es ist halt grundsätzlich, und viele ergötzen sich, glaube ich, tatsächlich daran. Das ist so, dass Gegenbild unseres Ideals, des idealen Menschen in der Leistungsgesellschaft, der eben nicht faul ist und auf dem Sofa liegt und raucht und trinkt, sondern der morgens um 5 joggen geht und in einem Altbau wohnt und Arte und Dreisat guckt und nicht Trash-TV. Und dieses letzte Zitat, dieses Gegenstück, das habe ich geklaut, das war ein O-Ton von jemandem, der auch hier ist, den ich kurz erwähnen möchte. Das ist Sebastian Friedrich, der ist auch Journalist und ohne den wäre das Feature nicht zustande gekommen. Deswegen vielen Dank, Sebastian. Bei ihm habe ich ein Seminar besucht, das zum Thema Klassismus. Also Klassismus, wer das Feature nicht gehört hat, ist das Pendant zu Sexismus oder Rassismus, aber es geht eben nicht um die Abwertung von Leuten mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder einer anderen Hautfarbe oder von Frauen, sondern um die Abwertung von Menschen mit einem anderen ökonomischen Status. Und darüber hat Sebastian ein Seminar gegeben und zwar, ich erzähle das auch deswegen, nicht nur um Sebastian vorzustellen, sondern auch weil das beim DGB war in München und der hat ein fantastisches Bildungsprogramm dort. Wolfgang Feigelhuber macht dort tolle Seminare zu
Nationalismus, zu Rechtsextremismus, zu Ökonomie. Und das habe ich besucht, es ging den ganzen Tag lang. Und von Sebastian stammen unter anderem diese Worte. Aber es schließt sich praktisch ein Kreis wieder zur Gewerkschaft, weil auch das, was wir machen und was dann am Ende in so einem Feature landet, das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern wir brauchen ja auch unsere Impulse irgendwoher. Und wenn ich darf, würde ich noch eine weitere Person erwähnen. Christel T. kommt in dem Feature vor, du bist heute auch da. Und sie ist erwerbslose Bloggerin und legt sich immer wieder mit den Mechanismen des Jobcenters und mit dem Jobcenter an. Und ich danke auch dir, dass du uns Einblick gewährt hast in dein Leben. Sie ist die Person, die sich dann unter anderem die Haare abrasiert hat aus Protest gegen eine Sanktionierung von 110%. Also von den 399 Euro, die du damals bekamst, sind dir mit 100% ist dir alles abgezogen worden. Da hattest du nur noch 0 Euro zum Leben und 110% ist absurd. Ja. Also und wir sollten an dieser Stelle vielleicht auch nochmal hervorheben, wie wichtig Protagonisten wie Christel T. für solche Stücke sind, wie sie es gemacht haben. Die leben von denen und ohne die ging es gar nicht, ohne die Mitarbeit von so guten Protagonisten. Ja. Vielen Dank, Julia Fritsche. Thank you.